Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal Kung Fu Panda 3 ein Viererpaket aufmachen. Und zwar hatte ich ja bei den Dinosauriern gesagt, wenn das bei diesen Paketen hier genauso ist wie bei den Dinosauriern, werde ich in Zukunft keine Ü-Eier hier mehr unboxen, weil ja, ich diese, ja, auf Deutsch gesagt, Verarsche nicht mitmache. Ich hatte von den Dinosauriern 8 Pakete, diese mit diesen 2 garantierten Figuren drin, und von diesen 8 Paketen, also quasi 16 Figuren, hatte ich gerade mal 3 verschiedene Figuren von insgesamt 6. So, hier sind 2, 4, 6, 8, 10 Stück drin. Und hier habe ich auch erstmal 6 Pakete mitgenommen. Und nach den 6 Paketen werde ich dann sehen, ob ich die weitersammle. Ob ich sie dann auch noch weiter sammeln muss, nehme ich mal an, weil mit 6 Paketen kann ich keine 10 Figuren wahrscheinlich voll kriegen. Aber ich sage mal, wenn mehr als 5 Figuren in den Paketen drin sind, 5 verschiedene Figuren, dann kann man damit zufrieden sein. Sollte es auch wieder so sein, dass nur 3 oder 2 Figuren immer doppelt drin sind, dann werde ich definitiv hiermit aufhören. So, jetzt machen wir das Paket hier mal auf. So, wie immer sind ja oben die garantierten Figuren. Die legen wir mal hier hin. Und in den unteren Dings sind die Spielzeuge oder ist das Spielzeug drin. So, dann machen wir jetzt erstmal das Spielzeug auf, schauen uns das Spielzeug an. Oh, cool. Ja, da ist diesmal aus dieser Serie, ja, das müsste von Sprinty sein, gibt es also, ja, Traktoren, Mähdrescher und sowas. Und dann gucken wir gleich mal uns den hier an. So, so sieht dieser kleine Trecker aus. Ja, finde ich nicht schlecht. Gefällt mir schon mal ganz gut. Das ist ein Spielzeug. Ja. Das, auf Deutsch gesagt, das hat schon mal was. So. Nächstes Spielzeug. Was haben wir hier? Ah ja, der ist von Mixart. So ein kleiner Malhase ist das. Dann kann man hier, da und da, das sind solche, ja, eingelassenen Buntstifte, sage ich mal. Da kann man dann hier so bunte Sachen drauf malen. So sieht das Ganze hier aus. Naja. Gut. Aber kommen wir jetzt zu dem wichtigen Teil. Und zwar zu dem Kung Fu Panda.
Mal gucken, wen wir hier haben. Wir haben hier wer ist das? Wie heißt der? Lee. Den Lee haben wir. So sieht er aus. Gut. Machen wir eine Nummer 2 auf und schauen uns mal die zweite Figur an. Und da haben wir da hinten ist er. Den haben wir. Ja, ist wieder so eine, ich sage mal, wie bei der anderen Serie auch hier, sag schon, Minions, ist so eine, in meiner Sache oder in meinen Augen so eine unnötige Figur. Ups. Ja, es soll so ein Springpanda denn sein. Also, wo man dann drauf drückt und ja, dann weghopst. In meinen Augen unnötig. Das ist. Die sollten doch lieber bei solchen Figuren bleiben, als wie hier so ein, ich sage mal auf gut Deutsch, so ein Rotz zu machen. Das finde ich absolut scheiße. Nun gut, egal. Jetzt bleibt dran und dann seht ihr die Figuren nochmal in Nahaufnahme. Also bis gleich.